Hallo, ich begrüße euch zu einem neuen Video. Heute ein ganz kurzes, knackiges Video zum Thema Snacks für Kinder. Ich habe euch 6 Tage lang abgefilmt, was mein Sohn nachmittags zum Snacken bekommen hat. Ich liebe es ihm, solche Snackteller zu gestalten oder auch einfach mal neue Sachen auszuprobieren. Am liebsten isst er tatsächlich Obst zwischendurch, aber ich versuche es halt einfach möglichst abwechslungsreich für ihn zu gestalten, dass er nicht immer das Gleiche bekommt. Die 6 Snack-Ideen, die ihr jetzt gleich seht, das sind nicht an 6 aufeinanderfolgenden Tagen, weil je nachdem, was wir halt gerade zu Hause haben, an Obst oder so, dann wiederholt sich natürlich viel. Wenn wir gerade viele Birnen zu Hause haben, dann bekommt er halt jeden Tag halt auch mal ein bisschen Birne. Und ihr werdet auch gleich sehen, dass die Portionen auch wirklich unterschiedlich groß sind. Mal ein bisschen kleiner und mal auch ein bisschen mehr. Ich mache das immer abhängig davon, wie viel er mittags gegessen hat. Und es war jetzt auch sehr heiß in letzter Zeit und da war sein Appetit tatsächlich nachmittags auch nicht besonders groß. Deswegen gab es da dann meistens auch eher so die kleineren Sachen. Die Rezepte zu manchen Sachen, wie beispielsweise den Käse-Dinkelstangen, findet ihr unten in der Infobox. Das nochmal als kleine Info vorweg. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Den Anfang macht ein ganz klassischer Snackteller bei uns. Er hat hier Apfel, ein bisschen Aprikose, ein paar Datteln, die isst er beispielsweise auch total gerne. Und oben rechts in der Ecke seht ihr 2 meiner sogenannten Blitz-Cookies. Das Rezept dazu habt ihr vielleicht schon in einem anderen Video gesehen, das verlinke ich euch mal. Und das sind Cookies, die ganz einfach zu machen sind mit nur 3 Zutaten. Das ist so ein ganz typischer Snack, wenn wir unterwegs sind. An dem Nachmittag ging es auf den Spielplatz. Einfach eine Banane und ich habe einen Quetschi selber gemacht. In dem Quetschi habe ich einfach das verwertet, was wir zu Hause hatten. Da ist auch nochmal eine Banane drin, ein bisschen Aprikose, natürlich Wasser, um das Ganze flüssiger zu machen und ein bisschen Dinkel. Das ist noch vom früheren Abendbrei übrig und das verwende ich in den Quetschis weiter. An diesem Tag gab es mal etwas Herzhaftes und zwar einfach Paprika, die Mino auch total gerne isst und Gurke. Gerade bei heißem Wetter sind die super, wenn die frisch aus dem Kühlschrank kommen. Und dann die schon erwähnten Käse-Dinkelstangen. Die sind mit Parmesan und Oregano und habe ich ganz einfach selber gemacht. Wie gesagt, Rezept ist in der Infobox dazu. Selbstgemachtes Eis gab es an diesem Tag, an dem es echt super heiß war. Hier habe ich einfach Bananen, die ganz dringend weg mussten, püriert zusammen mit Kokosmilch. Nicht diese typische Kokosmilch aus der Dose, sondern die aus dem Tetrapack, die man im Supermarkt auch so bekommt bei der Pflanzenmilch. Hier fiel der Snack etwas üppiger und auch wieder ja, eher herzhaft aus. Und zwar gab es ein hartgekochtes Ei, wobei Mino davon meistens eher das Ei weiß ist. Das Eigelb lässt er liegen. Ein bisschen Brot mit Avocado, etwas Putenbrust und noch für etwas Süßes hinterher ein paar Heidelbeeren. Und was mein Kleiner auch total gerne isst, ist Joghurt. Ich gebe ihm da am liebsten Sojajoghurt. Ich kaufe immer den ungesüßten und mache dann lieber ein bisschen Honig rein. Hier natürlich aufpassen bei Kindern, die noch kein Jahr alt sind. Und dann kommen da noch ein paar Beeren rein und so dazu gab es etwas Nektarine.